Die Stimmung ist sehr gut. Ich habe, denke ich, im letzten Jahr zusammen mit meinen Präsidiumskollegen eine vernünftige Arbeit abgeliefert in nicht ganz einfacher Zeit. Die Ergebnisse sind heute präsentiert worden. Von daher bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich mit so überwältigender Mehrheit gewählt worden bin. Also ich freue mich unheimlich, dass wir das einstimmig gemacht haben. Das ist natürlich ein starkes Signal nach draußen, sowohl im Inland als auch im Ausland und natürlich auch beim IOC, dass wir jetzt einen Prozess beginnen, um Olympische und Paralympische Spiele wieder nach Deutschland zu holen. Von daher bin ich also nicht nur sehr zufrieden, sondern ich bin wirklich sehr guter Stimmung, dass die Mitgliederversammlung in dieser ja, überwältigenden Mehrheit, nämlich einstimmig, das so gemacht hat. Wir haben viel vor uns, wir müssen viel klären und am besten und am meisten müssen wir uns um die Bevölkerung kümmern und die überzeugen, dass Olympische Spiele einen Mehrwert haben. Und das werden ja die kommenden Wochen und Monate zeigen, ob das die Bevölkerung, ob das die Wirtschaft, ob das andere Gruppen in unserer Gesellschaft auch so sehen. Wir werden alle befragen und eben auch die Bevölkerung selbst. Wenn die dagegen ist, macht es, glaube ich, keinen Sinn, Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland zu haben. Aber ich bin sehr guter Hoffnung, dass das nicht kommen wird.